Sehr geehrte Damen und Herren, als Landesvorsitzender von Die jungen Unternehmer im Saarland freue ich mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Ein herzlicher Dank gilt der Villa Lessing für die Organisation der Veranstaltung. Heute geht es hoch hinaus. Das Thema lautet nämlich Aufstieg, 16 Vorschläge für die Zukunft Deutschlands. Dies zu einer Zeit, in der keiner genau weiß, wie es in den nächsten Wochen überhaupt weitergeht, weil wir alle gefangen sind durch die Corona-Pandemie. Was ist eigentlich nötig, damit jeder sich seine persönlichen Lebensziele erfüllen kann? Welche Voraussetzungen braucht es dafür in Wirtschaft und Gesellschaft? 16 namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft haben in einem beeindruckenden Buch darüber nachgedacht. Zwei der Autoren sind sogar heute bei uns. Zum einen Sana Röser, Bundesvorsitzende von Die jungen Unternehmer und designierte Nachfolgerin im Familienunternehmen Zementrohr und Betonwerke Karl Röser und Sohn. Zum anderen Oliver Luksic, Mitglied des Bundestages und Vorsitzender der FDP Saar. Herzlich willkommen. Sie werden heute erklären, auch anhand Ihrer eigenen Biografien, warum es einen anderen Blick auf das Thema Leistung braucht, aber auch auf das Thema Scheitern. Vorankommen durch Leistung, das ist ein Thema, das geradezu maßgeschneidert ist für die jungen Unternehmer. Als Verband kämpfen wir mittlerweile seit genau 70 Jahren für ein marktwirtschaftliches Spielfeld, auf dem alle ihre Träume verwirklichen können. Mein Eindruck ist jedoch, dass dieses Verständnis von Leistungsgerechtigkeit von immer weniger Menschen in Deutschland geteilt wird. Damit das bedingungslose Grundeinkommen als Orientierungspunkt in den Grünen, Als aktuelles Negativbeispiel, nur eines von vielen, reicht das neue Grundsatzprogramm der Grünen. Dort gilt das bedingungslose Grundeinkommen als Orientierungspunkt. Dass damit Chancengerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit so gut wie abgeschafft würden, scheint erschreckend viele Menschen nicht zu interessieren. Ich freue mich daher umso mehr, dass wir heute ein Plädoyer für Leistungsbereitschaft und Wagnis hören werden. Denn eine erfolgreiche Gesellschaft ist abhängig von der Machermentalität ihrer Bürger. Damit übergebe ich an den Moderator Frank Falkenauer und wünsche uns allen eine spannende Diskussion. Vielen Dank an Daniel Gödert, den saarländischen Landesvorsitzenden von Die jungen Unternehmer. Ich darf Sie, ich darf euch zu Hause herzlich begrüßen, hier auch in der Villa Lessing in Saarbrücken. Und freue mich auch auf eine spannende Diskussionsrunde. Mal schauen, in welche Richtung das Ganze heute läuft. Wir reden über dieses Buch. Aufstieg, 16 Vorschläge für die Zukunft Deutschlands. Das sind 16 Aufsätze drin, die alle in unterschiedliche, aber doch gar nicht so weit voneinander entfernte Richtungen gehen. Und zwei der Autoren haben wir heute hier. Ich darf Ladies First erstmal Sana Röser begrüßen. Sie ist die Bundesvorsitzende. Hallo, liebe Sana. Wir haben uns eben auf das Du verständigt vor der Runde. Und ich darf Oliver Luksic, den Bundestagsabgeordneten von der FDP und saarländischen Landesvorsitzenden, begrüßen. Schön, dass ihr beide heute hier seid und dass wir miteinander reden können heute. Schönen guten Abend. Sana, hallo. Oliver, wir sind heute übrigens live auf verschiedenen Medien, das möchte ich sagen. Also wenn es irgendwo klemmt, ihr könnt wählen zwischen Zoom, zwischen Instagram, zwischen YouTube und zwischen Facebook. Ich glaube auch zwischen Olivers Instagram-Account, der ist mittlerweile auch live hier heute. Also es gibt alle möglichen Möglichkeiten, dass ihr uns heute folgt und zuschaut. Wir wollen über dieses Buch reden. Liebe Sana, dein Aufsatz heißt Mein Deutschland im Jahr 2030. Aufstiegschancen ermöglichen. Jetzt hast du darin geschrieben, mehr Mut wagen. Mehr Mut wagen klingt für mich wie so eine gemischte These aus Willy Brandt und dem Titel Mehr Mut von dem Buch, was Sigmar Gabriel vor einigen Monaten veröffentlicht hat. Geht das in diese Richtung oder denkst du dann doch vielleicht auch anders als die beiden? Ja, tatsächlich. Also mehr Mut wagen oder gerade auch das Motto Jung und Mutig haben wir dieses Jahr bei den jungen Unternehmern, weil es aus meiner Sicht immer wichtiger ist, auch diesen Sprung ins kalte Wasser zu riskieren. Wir brauchen diesen Mut bei jungen Menschen, bei Menschen generell. Und wir müssen einfach schauen, dass wir hier in Deutschland tatsächlich Mut auch viel aktiver leben. Und ich glaube, wir als junge Unternehmer, wir als Macher sind ja auch Vorreiter. Und deswegen habe ich auch diesen Beitrag oder diesen Titel für das Buch gewählt, um eine Vision zu zeichnen, wie aus meiner Sicht das Deutschland 2030 aussehen sollte. Da habe ich beschrieben, dass mein Deutschland 2030 digital ist, generationengerecht, klimasensibel, alles Themen, die uns zurzeit unter den Nägeln brennen. Und möchte damit natürlich auch die Politik auffordern und ermutigen, schneller Dinge auch umzusetzen. Und mit uns als Unternehmer schafft die Politik das auch.
Ich habe schon viele zusammengesetzte Wörter, Adjektive mit dem Wort Klima am Anfang gehört. Klimasensibel ist mir bei dir ehrlich gesagt zum ersten Mal begegnet. Kannst du mal genau erklären, was du damit meinst, mit klimasensibel? Ja, also wir reden ja oder diskutieren ja viel über das Thema Klimapolitik, Umweltpolitik, und das ist immer stärker jetzt auch in den Fokus gerückt. Und wir als Familienunternehmer haben das ganze Thema Klima und Umweltpolitik, Nachhaltigkeit in der DNA. Wir leben das. Wir handeln und denken in Generationen, und klimasensibel bedeutet für mich, dass wir ja nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob wir Klimaschutz betreiben sollen, sondern wie. Wir müssen uns auf die konkreten und besten Instrumente einigen. Und deswegen war es für mich auch wirklich ein elementarer Punkt, auf dieses Thema Klima- und Umweltschutz hinzuweisen und auch eine Diskussion in die Richtung zu eröffnen. Oliver, dein Aufsatz heißt Entpörung, Entpörung und Resilienz, Weltoffenheit und Optimismus. Da kann man gleich vier Fragen stellen. Was meinst du damit, 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 damit? Meine erste Frage ist, ich glaube, das haben sich die meisten auch gestellt, die das jetzt lesen. Was ist eigentlich Entpörung? Empörung kennen wir, was ist Entpörung? Ja. Ist das einfach nur das Gegenteil oder? Ja, das ist eine Wortschöpfung und soll das Gegenteil sein, in der Tat. Also ich meine damit rationale Distanz. Ich glaube, wir leben generell in einer Welt, in einer Empörungsdemokratie. Wir sehen das ja auch in den Medien, die News-Zyklen werden immer kürzer. Und da haben wir im Moment, oder wir hatten bis zu Corona zwei Treiber. Das eine, sage ich mal, auf der Rechten diese Migrations- und kulturellen Themen, die auch, sage ich mal, zu einer Vergiftung im öffentlichen Diskurs führen. Und auf der anderen Seite das Klimathema, was wir ernst nehmen müssen, haben wir ja eben ja auch gehört, aber wo es auch ein Stück weit Hysterie und Übertreibung gibt, auch einen sehr stark identitätspolitischen Diskurs auf der Linken, der Debatten verengt. Und das habe ich als zwei der Probleme gesehen. Ich glaube, wir brauchen generell mehr rationale Distanz auf die Dinge auf der einen Seite und auch mehr Optimismus. Warum? Weil die beiden Grundtendenzen, die letzten Jahre dominiert haben, also Brexit, Migration, Trump, also man sieht ja auf der einen Seite und, sage ich mal, auf der anderen Seite die ganze Diskussion, die, sage ich mal, Diskurse auch verengt auf der anderen Seite, führen natürlich zu einem sehr angstgeprägten Diskurs. Aber ich glaube, Gesellschaften haben dann Erfolg. Ich habe da einen US-Ökonomen genannt, der sagt Talents, Technology and Tolerance, also weltoffene Gesellschaften, die optimistisch sind. Und dieser Optimismus, der fehlt uns in Deutschland, den brauchen wir dringend. Gerade auch Corona ist ja ein sehr stark angstgetriebenes Thema. Und ich glaube, umso wichtiger ist auch in der Nach-Corona-Zeit, dass wir uns nochmal auf unsere Stärken besinnen, damit es auch wieder nach vorne geht in unserem Land. Das ist der Zeitpunkt dieses, was passiert eigentlich nach Corona, diese Fragestellung? Oder was treibt das gerade ganze, das Thema gerade mit uns oder in unseren Köpfen? Das kommt sehr oft in diesem Buch vor, auf jeden Fall. Und da finden auch eure Aufsätze so ein bisschen zusammen an dem Punkt. Oliver, du schreibst vom Ketchup-Effekt nach der Krise und dass die Krise nach der Krise noch viel heftiger wird. Wie meinst du das? Also ich glaube, in den letzten Jahren hatten wir sehr stark Identitäts- und kulturelle Konflikte in Deutschland und in der Welt. Also eher eine postmaterialistische Sichtweise. Und ich glaube, das wird sich jetzt nochmal ändern. Wir werden jetzt auch nochmal wirtschaftlich, sind wir in einer schweren Krise. Und da besteht eben die Gefahr, das habe ich mit dem Ketchup-Effekt gemeint, dass wenn die Wirtschaft nochmal ins Laufen kommt, auch hier eine Inflation durchaus kommen könnte. Ich glaube, wir haben eine Reihe an schwierigen Entwicklungen aus Sicht der Liberalen, nicht nur kurzfristig das Thema Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit, sondern auch aus ökonomischer Perspektive, dass wir auf der einen Seite immer mehr Plan- und Staatswirtschaft haben, merken wir auch gerade jetzt, Verstaatlichung überall. Die Fiskalpolitik, 180 Milliarden Euro neue Schulden sollen jetzt aufgenommen werden. Wer zahlt das zurück? Und eben auch die Geldpolitik, also das Geld wird ja immer billiger, Vermögenspreisblasen, die entstehen, das sorgt auch für soziale Spannungen. Und da droht auch dieser sogenannte Ketchup-Effekt, also dass, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wir hier ein Stück Inflation bekommen. Also insofern, glaube ich, ökonomische und sozialökonomische Konflikte kommen wieder auf die Agenda. Deswegen ist es wichtig, jetzt die richtigen Weichenstellungen zu haben. Sana, du schreibst, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Es ist eine besonders schwere Krise. Ist es dadurch eine besonders große Chance oder eine besonders schwierig wahrzunehmende?
Ja, also ja. Ich würde sagen, never waste a good crisis, also lass niemals eine Krise ungenutzt. Und tatsächlich bietet die Corona-Krise auch eine Chance, dahingehend alte Denkstrukturen aufzubrechen und überfällige Reformen anzugehen. Wir merken jetzt während Corona, was eigentlich alles auf der Straße liegen geblieben ist. Und deswegen rufe ich auch auf und sage, lasst uns mutig sein, lasst uns die notwendigen Reformen angeben. Wir haben momentan wirklich ein historisches Zeitfenster, um eingefahrene Strukturen zu hinterfragen, um neue Lösungen auszuprobieren. Und besonders wir hier in Deutschland haben ja mit der sozialen Marktwirtschaft dafür eine ganz gute oder perfekte Voraussetzung. Denn die soziale Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsordnung, die sozial ist, weil sie Menschen die Lebenswege eröffnet. Und ich denke, ja, Corona, oder das wissen wir alle, ist wirklich eine große Herausforderung, Krise, aber wir sollten alles dafür tun, um jetzt dieses Zeitfenster zu nutzen und die Reform auf die Straße zu bringen. Wir sehen, wir sind wirklich mit dem ganzen Thema Digitalisierung wirklich hinten dran, der Infrastrukturausbau, das merken wir jetzt als Familienunternehmen, gerade im ländlichen Bereich sehr stark. Wir haben die digitale Verwaltung, die nach wie vor hinterherhinkt, und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Themen anzupacken, und deswegen appelliere ich auch an die Politik, das jetzt zu tun. So, wir geben es weiter in den Bundestag an Oliver. Sana, die Frage jetzt an dich. Was muss die Politik tun, um diese Krise auch als Chance zu nutzen? Ja, also das erst kann eine 10-Minuten-Antwort werden, wenn du willst. Ich werde irgendwann reinkrätschen. Ja, also ich meine mal, wir sehen ja jetzt durch Corona oder durch die momentane Zeit, dass die Krisen und Probleme überall stecken. Das heißt, Corona hat die Welt wirklich hält die Welt tatsächlich im Atem, insbesondere jetzt die zweite Welle, die anrollt. Wir haben den Strukturwandel der Digitalisierung, der verunsichert sehr viele Arbeitnehmer, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Wir haben den Klimawandel, was ich vorhin schon angesprochen habe, der wird immer deutlicher. Und wir haben auch die geopolitische Lage mit einem sehr aggressiven, auftretenden China. Aber ich bin trotzdem ein optimistischer Mensch. Und all diese Herausforderungen können wir bewältigen, wenn wir, habe ich vorhin auch schon erwähnt, jetzt mutig und entschlossen handeln. Und dabei ist die ganze Gesellschaft, die Wirtschaft, aber vor allem, wie du es richtig angesprochen hast, die Politik gefragt. Und besonders die junge Generation spielt hier eine Schlüsselrolle, denn die junge Generation bildet wirklich einen wichtigen Teil der Gesellschaft. Und wir haben es gerade eben schon gehört, wir haben eine Tilgung von einem Schuldenberg vor uns, diese 750 Milliarden Euro, der EU-Corona-Fonds. Und der soll ja bis 2058 abgeschlossen sein. Und wenn wir jetzt dann in die Zukunft schauen, 2058, dann werden die allermeisten Verhandlungsführer, die dieses Paket geschnürt haben, längst ihre sichere Beamtenpension genießen. Und wir als junge Generation werden das Ganze bezahlen müssen. Das heißt, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Entscheidungen, die heute getroffen werden, und das ist auch mein Appell an die Politik, sei das Themen wie die heutigen Rentenentscheidungen, Themen wie die Energiewende oder den Infrastrukturausbau, dass es auch ein Thema ist, wo wir gemeinsam die Zukunft gestalten müssen und alle Generationen mit an den Tisch müssen, vor allem, wenn es zulasten der jungen Generation geht. Und da würde ich mir einen offenen Dialog wünschen, ohne Scheuklappen, damit wir auch wissen, als junge Unternehmer, als junge Generation, was kommt da auf uns zu und vor allem auch unsere Stimme hier mit berücksichtigt wird. Oliver, ich will die Frage, du bist kein Regierungspolitiker, sondern in der Opposition im Bundestag, deswegen auch die Frage an dich, was wirst du den Kollegen in ihren Regierungsbänken jetzt mitgeben? Welche Entscheidungen müssen ab jetzt gefällt werden? Ja, ich glaube, Generationengerechtigkeit wurde ja eben angesprochen, ist in der Tat ein Riesenproblem, weil wir haben auf der einen Seite das eben angesprochene 750 Milliarden Paket auf der europäischen Ebene und dann der Bundestag allein jetzt nochmal 180 Milliarden Euro neue Schulden. Und da muss man genau hinschauen. Erstmal muss das in dieser Größenordnung sein. Natürlich ist Neuverschuldung unumgänglich, aber die Größenordnung haben wir auch versucht im Haushaltsverfahren anders darzustellen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere intergenerationelle Aspekt ist ja zum Beispiel, was eben auch angesprochen wurde, die Rentenfrage. Also auch bei der Verteilung der Kosten haben wir jetzt ja auch gerade, dass Rentenkürzungen ausgeschlossen sind per Gesetz. Das heißt, es wird auch wieder 1:1 von der jungen Generation getragen. Und dann, wenn der Staat
investieren würde, wäre es ja gut, aber ein Großteil der Schulen sind eben konsumtive Ausgaben und bei dem, was eben angesprochen wurde, Infrastruktur, Digitalisierung, haben wir auch schon seit längerem Jahr unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Sieht man auch in der Corona-Krise, Corona-App, die Ämter sind immer noch nicht angeschlossen, die Labore, auch die Gesundheitsämter arbeiten noch per Fax. Digitalisierung des Bildungswesens, ganz wichtig für Chancengerechtigkeit, haben wir über den Sommer, sind wir da nicht weitergekommen. Also das zeigt ja, dass wir gerade in diesen Themen weitaus leider zurück sind im Vergleich zu anderen Ländern, sei es Skandinavien oder auch vor allem die asiatischen Länder, die da ein Stück besser sind. Also ich glaube, das sind die ganz konkreten Punkte, wo man jetzt ansetzen muss. Und natürlich, und das ist einer der Kernpunkte, den Sana Röser eben auch angesprochen hat, wir dürfen jetzt nicht die marktwirtschaftliche Ordnung aushebeln. Die Sorge habe ich eben auch in ganz, ganz vielen Punkten. Gibt es da Anzeichen für dich, dass der Punkt ja, erreicht ist? Man sieht ja, dass jetzt jedes und beispielsweise die TUI bekommt alleine knapp 9 Milliarden Euro. Das Reisebüro um die Ecke wartet immer noch auf ihre Hilfe. Und da muss man eben auch die Frage stellen, ob jedes Geschäftsmodell 1:1 so dauerhaft auch ja durch den Staat zu stabilisieren ist. Also insofern ist das mit überhaupt die ganzen Verstaatlichungstendenzen, Lufthansa, andere, das muss man, glaube ich, auch ein Stück weit kritisch hinterfragen. Also da wird der Staat auch irgendwann ein Stück weit überlastet und überdehnt und deswegen muss das auch kritisch hinterfragt werden. Wie gesagt, wenn es darum geht, in die Zukunft zu investieren, da wird meines Erachtens zu wenig gemacht. Digitalisierung der Schule, ja, 5 Milliarden Euro nach langem Hin und Her, Grundgesetzänderung, Bund hat das zur Verfügung gestellt für Länder und Kommunen, da kommen wir nicht voran. Bei anderen Staatsausgaben geht es leider sehr schnell, das ist, glaube ich, eine falsche Gewichtung. Wo hakt es in Sachen Digitalisierung in der Bildung und wie besser machen? Das ist einfach zu kompliziert gemacht in dem ganzen Ablauf der Bürokratie, Träger. Das ist auch der deutsche Föderalismus, also Schulträger sind oft Kommunen und Landkreise. Das Land ist ja zuständig für das Personal und da im Abruf der Gelder ist es einfach unheimlich kompliziert gemacht. Also wie immer in Deutschland viel zu bürokratisch und bis eine Schule mal sowas beantragt hat in dem ganzen Wust zwischen Landkreisen beispielsweise und dem Land. Das dauert einfach viel zu lang, europaweite Ausschreibung. Das ist viel zu kompliziert. Da müssen wir dringend besser werden. Ich habe die Zahlen fürs Saarland mal abgefragt. Da sind bisher ganz, ganz wenig. Es war ein einstelliger Prozentbereich, der bisher erst abgeflossen ist. Obwohl wir gerade jetzt ja das Geld brauchen für hybride Modelle beispielsweise im Schulunterricht. Was auch, glaube ich, für die Chancengerechtigkeit einfach wichtig ist, weil es einfach ja auch ein Riesenaspekt ist, um Bildung generell nach vorne zu bringen. Auch neue Berufsmodelle im ganzen Schulsystem kommen ja oft viel zu kurz in der Berufsausbildung. Das sind die Zyklen in unserem System, glaube ich, viel zu langsam. So eine Krise, haben wir eben gesagt, kann auch eine Chance sein, dass sich viele Dinge verändern. Das haben wir ja am Anfang von dieser Krise gemerkt, dann in einigen Punkten gemerkt, okay, ist das vielleicht doch gerade Digitalisierung, Bildung doch schwieriger und läuft nicht so toll, wie man sich am Anfang vielleicht gewünscht hat. Aber für die einzelne Person, für den jungen berufstätigen Unternehmer, für den, der mehr erreichen will, kann sowas vielleicht auch, Sana, die Frage zunächst mal an dich, eine Chance für den einzelnen individuellen Aufstieg sein, für sich eine Weiterentwicklungsperspektive? Ja, also wenn wir jetzt mal auch zurückschauen, als Deutschland ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern lag und die Zukunft alles andere als rosig war, da haben die Menschen ja hier in Deutschland ihre Zuversicht nicht verloren und auch Unglaubliches geleistet. Und ich glaube, dass auch jetzt während der Corona-Krise jeder einzelne Mensch unglaublich viel Energie hat und auch wenn er den Willen hat und die Kreativität, das steckt ja in uns Einzelnen auch drin. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass es hier auch eine Chance des Aufstiegs sein kann. Und es ist jetzt auch die Zeit, den Optimismus zu behalten und den Optimismus in die Zukunft nicht zu verlieren. Und was wir auf jeden Fall brauchen, um das Ganze zu unterstützen, ist immer, wir sagen von Seiten der jungen Unternehmer, wir brauchen ein digitales Wirtschaftswunder. Wir müssen das Potenzial von Deutschland erheben. Wir müssen die Transformation unserer Volkswirtschaft angehen. Wir haben viele drängende Fragen und damit jeder Einzelne auch diese Aufstiegschance wahrnehmen kann, brauchen wir die perfekte
perfekten Rahmenbedingungen dafür hier in Deutschland. Wir haben es gerade schon gehört, Bildung ist einer der wichtigsten Antriebsmotoren für den Aufstieg und dass Menschen auch die Möglichkeit des Aufstiegs haben. Wir brauchen gerade für so ein digitales Wirtschaftswunder, um diese Möglichkeiten zu schaffen, müssen wir Innovationen zulassen. Wir müssen die Bildungsteilhabe durch Digitalisierung sichern. Wir brauchen ein sicheres 5G-Netz, also überhaupt diese Infrastruktur, damit wir das jedem einzelnen Menschen auch ermöglichen können. Es wird immer wieder gesagt, dass da ist die schwierigste und tiefste Krise der Bundesrepublik seit oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Was nach dem Zweiten Weltkrieg dann wirtschaftlich passiert ist, du hast gerade eben das Wirtschaftswunder angesprochen, du hast vom digitalen Wirtschaftswunder gesprochen, ist sowas momentan vielleicht das, was nach der Krise passieren kann? Wie viel Wunder ist denn da drin jetzt in den nächsten Jahren? Also ich denke schon, deswegen, also wir von Seiten der jungen Unternehmer haben auch dieses digitale Wirtschaftswunder in den Fokus gestellt, weil wir einfach glauben, jetzt ist dieses historische Zeitfenster, jetzt ist die Möglichkeit zu sagen, diese alten Denkstrukturen aufzubrechen, Neues auszuprobieren, vieles Notwendige auf die Straße zu bringen, endlich diesen Turbo zu zünden. Das sagen wir ja von Seiten der jungen Unternehmer immer, wir müssen ein bisschen schneller werden, effizienter werden und wir haben jetzt tatsächlich die Chance dazu. Und wir haben jetzt einfach während Corona gesehen, wie viel einfach liegen geblieben ist. Und wir brauchen es für den Restart in unserem Land. Wir müssen tatsächlich jetzt schauen, wie kommen wir aus der Krise wieder raus? Wie bringen wir die Unternehmen wieder erfolgreich auf die Straße? Wie sichern wir Arbeitsplätze? Und dafür brauchen wir perfekte Rahmenbedingungen. Und da müssen wir jetzt unbedingt dran. Oliver, was für ein Wirtschaftswunder oder digitales Wirtschaftswunder versprichst du dir aus den nächsten Jahren? Was ist da möglich? Ja, das eine positive Veränderung ist, dass wir jetzt mit Sicherheit ganz anders mit verschiedenen Sachen normal umgehen. Also Arbeiten zu Hause war, sage ich mal, vor einem Jahr noch die absolute Ausnahme. Das wird jetzt eher zum Alltag. Und auch, glaube ich, viele Firmen haben unter dem Druck von Corona diese Digitalisierungsprozesse nach innen und nach außen massiv beschleunigt. Insofern gab es da mit Sicherheit einen Schub für Digitalisierung. Ich glaube, wir werden mit Sicherheit besser als, sage ich jetzt mal, Frankreich, Spanien oder Italien aus der Krise herauskommen. Aber was wir natürlich schon sehen müssen, dass natürlich Europa als Ganzes derzeit nicht die Dynamik hat wie beispielsweise Asien. Und in den zwei großen Treibern, die wir derzeit sehen, Digitalisierung, haben wir eben leider nur eine große Firma, SAP. Also da merkt man, große digitale Geschäftsmodelle gibt es in Deutschland oder auch in Europa leider noch viel zu wenig. Also den ganzen Plattformkapitalismus und auch ganz viele andere Aspekte, da sind wir nicht so gut, wie wir es sein sollten. Und der zweite Aspekt, der mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten uns stark befassen wird, ist natürlich der industrielle Kern in Deutschland. Also das Thema von Klima und Nachhaltigkeit hat natürlich gerade hier im Saarland, was Stahlindustrie, Automobil angeht, massive Folgen, wo wir, glaube ich, auch nochmal mehr Blick für das technisch und wirtschaftlich Machbare und Vernünftige brauchen, damit wir einfach diese industriellen Wertschöpfungsketten bei uns erhalten. Das sind, glaube ich, die zwei großen Treiber. Man sieht es ja auch beim Auto, einerseits das IT-Thema, USA, Batterie eher Asien. Da sieht man so ein bisschen ganz gut im Brennglas, wo unsere Probleme liegen. Also insofern, ja, wir werden jetzt kurzfristig da mit Sicherheit besser als andere in Europa aus der Krise kommen. Aber Und auch mit ein paar Arbeitsplätzen im Saarland durch S-Volt, ne? Ja, allerdings, erfreulicherweise gibt es Investitionen aus dem Ausland. Gleichzeitig werden wir von den 45.000 Arbeitsplätzen im Bereich Automobil wahrscheinlich 20.000 verlieren. Also es kompensiert einen kleinen Teil davon. Also insofern, neue Technologien, Innovationen sind sinnvoll und notwendig. Brauchen wir jetzt ganz dringend, müssen schauen, dass das viele Geld, das jetzt aufgebracht wird, da gut angelegt wird. Und da mache ich mir, wie gesagt, manchmal ein bisschen Sorge, dass wir bei manchen Entwicklungen da nicht den Zug verpassen. Sana, was hat diese Krise mit eurem Familienunternehmen, das es schon seit den 20er Jahren gibt, ne? Du bist Mitglied in der Geschäftsführung, wirst den Laden auch irgendwann mal übernehmen, wenn der Papi sagt, ich will jetzt nicht mehr, Sana, mach du weiter. Was hat das mit eurer Firma alles verändert?
Ja, also ich glaube, also bei uns natürlich im Familienunternehmen, es war eine Situation oder es ist nach wie vor noch, die es erfordert hat, sehr, sehr schnell umzudenken. Also wir mussten Anfang der Krise sehr viele Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, also einen Großteil der Verwaltung. Dennoch haben wir eine Produktion, wir sind ja Produzent von Stahl, Betonrohren, Betonfertigteilen. Das heißt, auch da musste man schauen, wie schaffen wir es, durch diese Krise zu kommen, unseren Betrieb am Laufen zu halten. Das haben wir zum Glück sehr gut geschafft bis dato. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass oder generell in der Unternehmerlandschaft oder auch, ich glaube, die breite Gesellschaft, dass der Wohlstand nicht Gott gegeben ist, dass man und die Unternehmen und die Wirtschaft braucht, um überhaupt die Steuergelder in die Kassen zu spülen, damit man Spielraum hat, diese Gelder auch einzusetzen für ein gutes Gesundheitssystem, für gute Straßen, für Infrastruktur etc. Also ich glaube, das war eine Erfahrung oder ist eine Erfahrung, die man sich hätte so nicht ausmalen können. Ich hoffe einfach, und deswegen appelliere ich auch bei dem ganzen Thema Restart, wir müssen jetzt wirklich eine langfristige Perspektive entwickeln, weil wir sehen, Corona wird uns noch lange begleiten. Viele Unternehmen in Deutschland aus den unterschiedlichsten Branchen leiden stark darunter. Wir werden eine Insolvenzwelle auch erleben. Und von daher müssen wir alles dafür tun, dass die Unternehmen, die momentan noch wirtschaften können, das auch weiterhin noch tun können, dass wir sie unterstützen, dass wir Fesseln sprengen, dass wir Bürokratie abbauen, dass wir sie entlasten, anstatt zu belasten. Weil wenn ich jetzt mitbekomme, dass jetzt darüber diskutiert wird, wo wir das Geld wieder in die Kassen spülen, ob es über eine Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer etc., das macht uns Unternehmer natürlich Angst. Vor allem auch, weil wir gerade momentan kämpfen, um jeden Arbeitsplatz zu sichern. Und da sind genau solche Diskussionen absolutes Gift. Lass uns nochmal über Geld reden. Wir haben eben auch schon die recht umfangreichen Neuverschuldungen angesprochen. Ich weiß gar nicht, wer von euch es jetzt zuerst erwähnt hatte. Nochmal die Frage an dich, Sana, jetzt zuerst. Was wären denn so Alternativen gewesen, ohne jetzt die Bazooka auszupacken und ordentlich neu drauf zu schütten an Schulden? Ja, also ich muss sagen, natürlich waren die Corona-Hilfen jetzt gerade am Anfang unglaublich wichtig für viele Unternehmen, für viele Branchen, weil wenn man schon von der Bundesregierung aus die Zwangsschließung anordnet, was man ja auch einsieht, um unsere Gesundheit zu schützen, dann muss natürlich auch Unterstützung da sein. Deswegen waren wir auch sehr froh darüber, dass wirklich schnell hier Hilfen auf die Straße gebracht wurden. Aber tatsächlich muss man auch immer wieder in kurzen Abständen überprüfen, ob diese Hilfen sinnvoll sind und sinnvoll die Gelder auch eingesetzt werden. Da muss auch eine Prioritätensetzung her, also in kurzen Abschnitten wirklich zu schauen, kommt das Geld da an, wo man auch unterstützen möchte. Aber was natürlich viele Unternehmen nach wie vor auch während der Krise sehr belastet hat, sind einfach diese ganzen bürokratischen Hürden, der Aufwand. Man hat am Anfang gesehen, dass das Geld bei den Firmen nicht ankommt, heute teilweise noch nicht. Und da hätte man auch viel mehr entfesseln müssen und muss man es heute auch noch. Also wir machen jetzt Schulden, die werden nicht nur unsere Generation beschäftigen, sondern auch die Generation unserer Kinder, unserer Nachfolgegeneration. Oliver, was für Möglichkeiten hätte es gegeben, ohne jetzt groß mit der Bazooka hier? Also Verschuldung Oder jetzt alles ist richtig? absolut Okay. notwendig und auch in begrenztem Maße auch sinnvoll. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Nur der Punkt ist, dass wir es A wieder sehr kompliziert machen. Also ich habe mit unheimlich vielen kleinen Unternehmen gesprochen, die bis heute teilweise noch auf ihre Hilfen warten, weil es einfach extrem bürokratisch ist. Deswegen haben wir auch mit der FDP vorgeschlagen, das Finanzamt zu nutzen. Also insofern, dass die Verluste, die jetzt gemacht werden, mit den Gewinnen der Vergangenheit zu verrechnen, also den Verlustvortrag hier zu ändern, damit einfach sehr schnell und unbürokratisch und damit auch den richtigen Unternehmen der richtigen Größenordnung auch geholfen wird. Das wäre, glaube ich, sehr viel schneller und unbürokratischer gewesen. Und meine Sorge sind nicht die leistungsstarken Familienunternehmen, die haben es auch schon schwer, aber gerade die vielen kleinen Selbstständigen, denen fällt es extrem schwer, diese Anträge auszufüllen. Die sind extrem bürokratisch. Das ist mit Sicherheit einer der Aspekte, die jetzt einfach handwerklich nicht gut gemacht sind. Und klar, die Frage ist, wie geht es danach weiter? Also A, haben wir einen Vorschlag vorgelegt mit 90 Milliarden Schulden. Also ich glaube, das eine ist das Volumen. Und das zweite ist die Frage, wer bezahlt am Schluss? Wer bezahlt die Rechnung? Weil Schulden sind ja oft die Steuererhöhung von morgen. Und das wird mit Sicherheit die große Debatte. Und ich glaube, im Fahrwasser von Corona wurden ja eine ganze Reihe an Ausgaben gemacht, die mit Corona nichts zu tun haben. Mal als kleines Beispiel im Saarland,
wurden jetzt auch viele Ausgaben gemacht, die vorher nicht gingen. Die gehen jetzt, ob jetzt jeder Verein im Saarland, ich gönn's den Verein, bin selber in vielen, nur ich kenne auch Vereine, in denen ich Mitglied bin, die bekommen jetzt Geld, obwohl sie eigentlich durch Corona nicht B, sondern eher entlastet sind. Also ich will nur sagen, im Fahrwasser von Corona gibt es eine ganze Reihe an Mehrausgaben, die man hinterfragen muss. Und die große Frage wird sein, wollen wir aus der Krise herauswachsen, was mein Vorschlag wäre, oder geht es eben wieder darum, umzuverteilen? Und die Staatsverschuldung ist ja in Deutschland durch die Politik der schwarzen Null von 80% auf 60% im Vergleich zum BIP gestiegen. Jetzt werden wir irgendwo nochmal in die Richtung 70-80 kommen. Und ich bin für eine Politik, die auf Wirtschaftswachstum setzt, damit wir hier wieder langfristig herauswachsen können. Das wäre, glaube ich, der bester Ansatz, aber das wird mit Sicherheit eins der Hauptthemen der nächsten Monate in der Diskussion werden. Also das heißt auch ein Thema, mit dem deine Partei in den Wahlkampf gehen wird wahrscheinlich. Das wird mit Sicherheit eins der großen Themen werden. Wie kommen wir aus der Krise wieder gut heraus? Ich glaube, Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, das sind eben jetzt die Themen. Das ist ja auch Teil meines Essays. Früher viel Kultur, Identitätsfragen, jetzt geht es wieder eher um die harten Fakten. Und eine der Fragen ist, wie schaffen wir es, dass wir eben auch diese strukturellen Probleme, Industrie, Digitalisierung, Infrastruktur besser in den Griff bekommen? Und dann natürlich auch die Frage, wie wird das Ganze bezahlt? Und ich glaube, hier ist es eben wichtig, auf die soziale Marktwirtschaft zu setzen, die uns ja stark gemacht hat. Die wird eben gerade in ganz vielen Bereichen eher ausgehöhlt. Und ja, wie gesagt, unser Bildungssystem ist nicht so gut, wie es sein sollte. Forschung, Innovation, BioNTech, super Beispiel. Das zeigt ja auch nicht, der Staat bringt die Lösung bei Corona. Private Unternehmen, zum Glück, tolles Unternehmerpaar, hat sich ja in Homburg kennengelernt, leider in Mainz gegründet, geht aber in Amerika an die Börse. Aber immerhin, zum Glück haben wir da nicht auf die gehört, die Gentechnik verbieten wollten in der Medizin. Also eine tolle Innovation aus Deutschland. Aber das macht uns stark. Das sind Forschung, Entwicklung und das dann in den Markt bringen. Und da müssen wir dringend noch besser werden in Deutschland. Dann werden wir auch aus der Krise super herauskommen. Die Steuern von ganz vielen Anlegern auch aus Deutschland werden dann wieder in deutschen Finanzämtern nachher. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird wahrscheinlich auch nicht zu wenig sein. Du hast gerade auch Ausbildung und Lernen und auch die Uni, auch hier im Campus in Homburg angesprochen, die Mediziner. Ich will mal auf das Thema Ausbildung zu sprechen kommen. Sana, wie viele Auszubildende habt ihr in eurem Betrieb so über den Daumen gepeilt? Ja, also wir bei uns im Unternehmen bilden im Schnitt einen Auszubildenden pro Jahr aus. Also es ist überschaubar. Mhm. Wenn so ein Auszubildender sich bewirbt bei euch, ist es anders? Sind die anders drauf, als du im selben Alter warst? Was noch nicht so lange her war natürlich, aber... Ja, man redet ja immer von der Generation Y, also die Generation, die tatsächlich hinterfragt, und das merkt man auch. Also ich in Gesprächen mit meinem Vater merkt man schon die Unterschiede zwischen damals den Bewerbern und Auszubildenden und heute. Die haben natürlich ganz andere Vorstellungen, wie die Arbeitswelt auszusehen hat, wie sie gerne arbeiten möchten und dass auch irgendwie ein Sinn dahinter stecken sollte, was sie tun. Also wir als Arbeitgeber müssen viel stärker auch die Frage beantworten, warum wir tun, was wir tun. Und von daher sind es natürlich ganz andere Fragen wie damals noch oder vielleicht auch die Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe in dem Alter. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die das Thema Entwicklung, auch Aufstieg in die für die in Richtung Zukunft berufliche Weiterentwicklung mit beeinflusst. Oliver, wie siehst du die Generation nach uns, die jetzt in die Ausbildung auf die Uni gehen? Also ich glaube, in den letzten Jahren hatten wir eine super Lage, gerade in Deutschland, fast null Jugendarbeitslosigkeit. Da waren wir sehr gut aufgestellt. Jetzt müssen wir schauen, in der beruflichen Bildung, da sind die Bilder, die wir haben, die kommen den neuen Berufen gar nicht hinterher. Da sind wir, glaube ich, nicht so gut. Generell in der Bildung brauchen wir mehr Chancengerechtigkeit, mehr Individualisierung der Bildung. Da hat auch, glaube ich, Digitalisierung großes Potenzial, junge Menschen besser zu machen. Aber klar, die Wirtschaft ist jetzt unter Druck, die Eigenkapitaldecke wird geringer, Steuerbelastung drohen, und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Unternehmen weiter in Ausbildung investieren. Aber was mir natürlich auch eine Reihe an Firmen sagen, die ich besuche, das wurde ja eben so ein bisschen euphemistisch vielleicht angedeutet, dass natürlich die Bereitschaft, sage ich mal, hart zu arbeiten, in was reinzugehen, vielleicht auch nicht immer, ja, manchmal auch ein bisschen nachgelassen hat. Ich glaube, der Ingo Anderbrügge hat es ja in seinem Aufsatz so ein bisschen mit einer Fußballmetapher geschrieben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, diesen Gedanken, den Leistungsgedanken auch nochmal ein Stück weit in den Vordergrund zu bringen. Also gerade in ganz vielen Berufen, Bau, Handwerk, wo angepackt werden muss, da
tun wir uns oft schwer, gute, motivierte junge Leute zu finden. Ingo Anderbrügge, ehemaliger Profi, unter anderem vom FC Schalke 04, ja, der damals noch recht erfolgreich war in der Bundesliga und international. Der hat da geschrieben, heute wollen viele Jugendliche mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Mir wurde von der älteren Generation eingebläut, dass ich mir etwas erarbeiten muss. Und er sagt auch, der Aufstieg ist immer eine Momentaufnahme. Und er plädiert für das Immer weiter von Oliver Kahn. Gehst du damit? Klingt so für mich. Da ist, glaube ich, irgendwo was dran. Ist jetzt eine Metapher. Er nennt ja auch den Bolzplatz. Da musst man kämpfen, hinfallen, wieder aufstehen. Das ist vielleicht in den letzten 10 Jahren, wo es einfach immer weiter aufwärts ging, so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein umso wichtiger Aspekt, der wieder zurückkommt. Also der gesamte Leistungsgedanke auch in der Bildung, in der Ausbildung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger. Aber generell ist es so, das betrifft nicht nur junge Leute. Also Bildung ist heute lebenslanges Lernen. Also wir merken es ja auch gerade bei der Digitalisierung. Der Lehrer, der sich auf die digitale Bildung stärker einstellen muss, die Prozesse innerhalb der Firmen, die sich ändern. Also ich glaube, da braucht man generell einen Paradigmenwechsel hin zum lebenslangen Lernen. Und ja, wie gesagt, die Sana Röser hat es eben zu Recht angesprochen, der Wohlstand fällt nicht vom Himmel. In Deutschland denken immer viele, das sei irgendwie selbstverständlich. Und jetzt merken wir wieder, das ist aber nicht so. Man merkt ja auch das, was jetzt viele gesagt haben, Post-Growth, De-Growth, Wachstum braucht man nicht, bedingungsloses Grundeinkommen haben wir eben gehört in der Einleitung. Nee, also man merkt ja, wenn wir einfach die Welt auf Stillstand drücken, was wir jetzt haben, das wird ziemlich teuer, das kann kein Konzept sein. Also insofern, Aufstieg ist wichtig, wir brauchen auch Tempo, Anpassung, die Entwicklungszyklen, die Veränderungszyklen werden größer und deswegen, das war so ein bisschen mein Ausgangspunkt, wir brauchen Resilienz gegen solche Krisen und müssen eben uns lernen anzupassen und dann nochmal, mit Mut und Optimismus ranzugehen. Und der darf nicht verloren gehen in Deutschland, weil wir manchmal ein bisschen sehr kulturpessimistisch auf die Dinge schauen. Was mich an diesem Buch sehr beruhigt, ist, dass man immer wieder aufs Thema Fußball auch stößt. Das ist beruhigend, wenn sogar Professor Justus Haukapp, also einer der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland, von der FAZ immer unter die Top 30 jedes Jahr gewählt, wenn selbst der schreibt, Aufstieg ist ein Thema, mit dem man sich als Fan des FC St. Pauli eigentlich nur einmal im Jahrzehnt ernsthaft befassen muss. Als Wettbewerbsökonom ist es hingegen sein tägliches Brot. Damit hat er also immer wieder zu tun. Mit Fußballmetaphern kriegt man die Leute irgendwie, oder? Ja, also wir haben ein Überangebot an männlichen Schreibern von Essays. Die kommen wahrscheinlich eher auf Fußballmetapher. Sane Röse hat da zum Glück auch einen anderen Zugang zum Thema gefunden. Ich will wirklich, weil das ein Thema ist, was für mich so erfrischend ist, gerade in dieser nicht ganz so tollen Zeit. Ich weiß, du bist Fan vom 1. FC Köln. Ich habe dich irgendwann mal leid geprüft, also wie in der FDP, da ist man auf und Abstieg gewöhnt. Ja. Bei dir ist deine Fußballleidenschaft funktioniert wie irgendwie ein Aktienfonds. Du hast den 1. FC Köln, es geht gerade so eher so ein bisschen runter. Du hast aber auch den 1. FC Saarbrücken, wo du Mitglied bist. Da läuft es momentan ein bisschen, es hebt sich gegenseitig irgendwie so das auf. Gibt es bei dir eine Fußballleidenschaft oder eine andere? Also ich habe jetzt tatsächlich nicht über Fußball geschrieben, wie du richtig gesagt hast. Ich komme aus Stuttgart, von daher VfB Stuttgart, klar, natürlich. Aber ansonsten Leidenschaft ist Unternehmertum für mich. Neues Wagen, ich bin ja auch noch Startup-Gründerin, das heißt eigene Träume, Projekte, Visionen umzusetzen, das ist für mich wirklich meine Herzblut und meine Leidenschaft. Ich will zum Schluss noch ein bisschen mit euch drüber reden. Wir haben jetzt viel über, was in diesem Buch steht, geredet. Wir haben viel drüber gesprochen, was euch unternehmerisch und politisch umtreibt, wo ihr die Visionen für die Zukunft seht. Was geht gerade in euch persönlich vor, würde ich mal gerne wissen. Was macht diese Krise, die von uns so noch keiner irgendwie erlebt hat? Nichts Vergleichbares. Du hast eben gerade gesagt, es lief irgendwie so für unsere Generation und auch für die Nachfolge. Lief es einfach richtig cremig. Lange, lange Zeiten, auf einmal stehst du da und alles steht still, alles ist irgendwie komplett anders. Keiner von uns kennt diese Situation und kennt es vielleicht aus irgendeinem mehr oder weniger guten oder schlechten Film. An dich zuerst mal die Frage, Sana. Was haben diese letzten Monate, was macht diese Zeit gerade so innerlich mit dir? Was geht denn dir vor?
Ja, also tatsächlich ist es eine Zeit, in der man viel nachdenkt. Man muss, also jetzt als ich als Unternehmerin, man muss natürlich selber hinterfragen, wie man das Geschäftsmodell in Zukunft auch aufsetzt, wie ich jetzt zum Beispiel persönlich auch die Chance oder Möglichkeit habe, das Familienunternehmen die nächste Generation zu führen. Dass natürlich auch ja die Freiheit, die wir vorher hatten, jetzt momentan sehr eingeschränkt ist und vorher ging es uns wirklich sehr, sehr gut. Es geht uns nach wie vor gut, aber ich glaube, all diese Themen, mit denen beschäftigt man sich intensiver und was es dann bedeutet, wenn man tatsächlich eingeschränkt ist und nicht mehr das so tun kann, wie man es vorher getan hat. Ich glaube, das bringt jedem persönlich oder mich auch wirklich zum Nachdenken und schätzt dann wirklich auch, was man vor der Krise hatte. Und ich glaube, darauf müssten wir uns auch mehr zurückbesinnen, unsere Werte, Freiheit, Eigenverantwortung, Eigentum. Also das hat mich die letzte Zeit sehr beschäftigt und wie gut es uns eigentlich geht und vor der Krise, wie gut es uns ging und dass es einfach nicht Gott gegeben ist. Was fehlt dir momentan am meisten, wenn du jetzt auf ein Knöpfchen drücken könntest? Und dir eine Sache, zwei Sachen aus der Nicht-Lockdown-Zeit, Nicht-Lockdown-Light-Zeit einfach jetzt so zack auf den Tisch wünschen könntest. Ich vermisse meine Freunde, ich vermisse die Gesellschaft, ich vermisse es rauszugehen, in Restaurants, Kultur zu genießen und zu erleben. Das fehlt mir persönlich sehr. Das Reisen fehlt mir. Also es sind viele Dinge, die momentan nicht so normal sind, wie sie in meinem Leben vorher waren. Oder bei vielen wahrscheinlich. Oliver, an dich dieselbe Frage. Was macht diese Zeit gerade so mit dir? Du hast eine Familie, zwei Kinder. Geht's allen gut, ne? Ja, zum Glück. Also ich mache mir Sorgen um die Älteren in der Gesellschaft, die jetzt ein bisschen abgeschottet sind, die jetzt gerade vielleicht in einer wichtigen Phase soziale Kontakte bräuchten. War ja auch gerade im ersten Lockdown besonders schwierig. Auch jetzt, glaube ich, noch nicht optimal. Altenheime, Pflegeheime, also ja, die einfach abzuschotten, kann, glaube ich, nicht die Lösung sein. Da brauchen wir, glaube ich, kluge Lösungen, wie wir da den sozialen Kontakt ermöglichen können. Und das andere sind natürlich die ganz Jungen, die jetzt irgendwie aufwachsen mit so einer ständigen, diffusen Angst. Und da mache ich mir auch Sorgen, dass das irgendwie bei dem einen oder anderen vielleicht auch Schäden hinterlässt, weil einfach dieses diffuse Angstgefühl, damit gerade Kinder oft nicht gut umgehen können. Und denen fällt das natürlich besonders schwer, wenn diese Kontakte einfach wegfallen. Also ich glaube, für uns ist das auch nicht einfach. Ich bin auch da geselliger Saarländer, der gern wie alle mit Freunden zusammenkommt. Aber ich glaube, wir können das besser verkraften als die ganz Jungen oder die ganz Alten. In der Politik ist es natürlich auch extrem schwierig. Also normalerweise hätten wir jetzt hier Personen sitzen, einen Dialog. Das Digitale kann vieles ersetzen, aber ich glaube, das ist auch bei Meetings so. So ganz digital alles geht halt auch immer nicht so gut. Ich glaube, gerade im Mittelstand, viele Firmen, die müssen reisen. Deutschland ist gut im Maschinenbau. Wir müssen zeigen, wie eine komplexe Maschine funktioniert vor Ort. Und nicht alles lässt sich digitalisieren. Und ja, der soziale Austausch fehlt mir da wie allen anderen auch. Wenn du dir eine Sache jetzt neben dem sozialen Austausch wünschen dürftest, oder auch du darfst ja wie seiner zwei Sachen wünschen, wäre es das Essen im Lieblingsrestaurant? Wäre es die Leute, die du ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hast, was wäre das, was du jetzt sagen willst, das will ich jetzt haben? Da geht es mir, glaube ich, wie allen anderen. Ich würde gerne nochmal zum Italiener oder Griechen meiner Wahl gehen. Einfach nochmal ungezwungen mit Freunden sich treffen. Und natürlich auch möglichst bald nochmal ein Fußballspiel im Stadion anschauen. Du bist einer der erfolgreichsten Kicker des FC Bundestag. Das ist auch keine Kunst, weil der Altersschnitt ist da hoch. Muss man aller Zeiten. Also du bist der Einzige, der sich bewegt auf dem Spielfeld. Ja, ein paar haben wir noch mehr, aber ja. Auch da momentan eingeschränkt, also du könntest nicht trainieren. Oder gilt dir als Profisport? Nein. Das weiß ich nicht. Nein. Das wäre noch eine wichtige Debatte, die wir führen könnten. Also wir haben auch im Bundestag, glaube ich, eine Kantine, die noch aufmachen darf. Das wird auch schon länger diskutiert. Nee, also das, ja klar, also Sport ist ein Problem. Immerhin darf man jetzt im Gegensatz zum ersten Lockdown noch zu zwei Tennis spielen. Das ist schon mal ein Vorteil, aber nee, klar, gerade Fußball, das und auch die dritte Halbzeit macht natürlich Spaß. Ja. Ich finde es wichtig, dass auch, wenn man das Ganze auch sehr ernst nimmt, was momentan um uns passiert und da ja auch irgendwo ein bisschen Anleitung und Führung sein muss und im Endeffekt auch jemand Entscheidungen treffen muss politisch, finde ich, ist wichtig, dass man es irgendwie mitträgt auf der anderen Seite, aber auch natürlich hinterfragt,
das darf jeder für sich machen. Das ist in unserer Gesellschaft so. Ich finde es aber auch wichtig, dass man ab und zu, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, mal von Herzen auch über die Dinge lacht und nicht alles einfach zu bitter ernst nimmt. Absolut. Und, weil ich glaube, dann kann man auch gestärkt innerlich aus der Krise vorgehen. Also Lachen ist bei allen wichtigen Dingen, bei allen traurigen Dingen, bei allen Dingen, die uns innerlich beschäftigen, immer noch so die allerbeste und auch allergünstigste Medizin. Ne? Absolut. Das hier ist das Buch, über das wir heute gesprochen haben und über ganz viele andere Dinge auch. Hier, ich halte es nochmal in die Kamera. Aufstieg. Ja. Es hat nichts mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun, bei dem Oliver Mitglied ist schon seit einigen Jahren. Vielleicht dann wieder mit dem 1. FC Köln, falls was ganz schief läuft dieses Jahr. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich darf mich bei Sana Röser bedanken. Schön, dass du heute Abend, was hängt da eigentlich ein Bild hinter dir? Das wollen wir heute Abend noch geklärt haben. Ja, das ist von einem jungen Künstler aus Stuttgart, Romolo Corani. Und ich finde, es ist ein Smiley und ich finde, es versprüht sehr viel positive Energie und wie du es gerade angesprochen hast, ein bisschen mehr Lachen, auch wenn die Situation noch so schwierig ist. Ich glaube, das hilft uns allen. Kann man so ein bisschen sehen? So, hier ja, das schön, Smiley. So. Vielen Dank, Sana, dass du heute Abend zugeschaltet warst zu uns. Auch dir alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Und, Auf eine bessere Zeit, nach dieser momentan für uns alle so ein bisschen schwierige Zeit. Oliver, für dich dasselbe. Danke, dass du heute Abend hier warst in Saarbrücken. Wann geht's wieder nach Berlin zurück? Oder? Nächste Woche, Montag. Nächste Woche, alles klar. Toi, toi, toi. Euch beiden, vielen Dank für heute Abend. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das ist auch die schönste Verabschiedungsformel, die es eigentlich jemals gab. Bleibt ihr auch gesund. Und vielen Dank, dass ihr heute Abend bei uns macht. Das Ganze kann man übrigens auch nochmal nachschauen. Und zwar auf allen digitalen Kanälen, die Wieler Lessing so hat mittlerweile, zum Beispiel bei YouTube, bei Facebook wird es ein Video geben und auch auf der, das war's, ja. Doch, vielen Dank, dass ihr heute Abend hier wart. Einen schönen Abend und bis demnächst.